So. Er kommt zurück. Und wir nehmen den Hebel. Hallo? Okay. It's been 3 years, and I still don't know where the beacon came from, or what it's capable of. I told Elsie to keep her hex away from it, and it seemed obvious that there'd be some sort of reaction. Well, I was right. First night, that dang girl snuck down into the lab while I was sleeping. The first night! Jump in the lift, kid. I got my own ride. Okay. Gut, dann fahren wir jetzt damit. Ja. Alles klar. 1, 2, 3, runter! It was my mistake. Never tell someone like your sister not to do something, cause guess what they'll do the second your back's turned. Okay, das ist creepy. Das ist creepy, weil man... opened the beacon's cage and triggered a goddamn explosion of magnetic energy. Busted up everything. Damn near tore open my metal hip. Was ist mit unserer Schwester? Hallo, hältst du auch mal an? Danke. Alter, ist... Also, nochmal. Das ist ein mega komisches Gefühl. Wenn man weiß, man steht fest, aber man denkt, man fährt nach unten. Ganz komisches Gefühl. After making sure my leg is still attached to my body, I rappelled down to the lab. I couldn't get anywhere near the beacon. It surrounded itself with an intense magnetic field. Okay. I can only assume that Elsie somehow opened the beacon's cage. It was loose, just floating there in the middle of the lab. It's a beacon's cage. All the time roping that damn thing back in its home. Yeah. Kannst du mir mal hier die Brücke runterlassen? She was gone, and I don't have the faintest clue where to. Heads up. Danke. Due to the old metal hip, I can't get close enough to the beacon to inspect it. But you can. Was? Der hat einen Metallhintern? Deswegen kann er nicht dahin? Was? Okay. Was auch immer das gerade gewesen ist. Ah, damn it! The blast ripped apart the elevator system's control box. Of course it did. Why not? You'll need to throw it back together. But first we gotta get it a charge. Damn it, hold on. Ich weiß, ich habe hier keinen Power gerade. Kannst du mir kurz helfen? The control panel so you can move the water wheel. Ja. 1, 2, 3. Okay. Then we have lift off. Now, guide the water wheel into place to get a current flowing. Okay. What? Use the controls to move the wheel into place. That's all that I'm wielding. My apologies. Okay. So macht man also heutzutage Strom. Alles kein Problem. Ja, alles klar. Wir müssen, wollte ich nur gerade die Kassette hören, wenn ich darf. Danke. Das ist voll geil, das Spiel. Also... Ja, ich werde deine Arbeit weiter verrichten. Das Spiel ist mega geil. Leider ist es alles nur auf Englisch. Man versteht ja ziemlich wenig, weil die Audios nicht so gut sind. Aber zum Glück gibt es auch hin und wieder mal Texte. So wie hier. The beacon is a damn black box. Okay. Eine schwarze Box suchen wir also.
And ain't a tool in the lab that can make a dent in it. I've built a containment devil that mess some of this magnetic properties. Other will be there. I know it. Okay. Boah, das fällt sogar langsam. Das ist cool. Okay. Alles, also da drin ist ein Werkzeug. Ein interessantes Werkzeug für uns. Und es ist aber magnetisch, deswegen kann der Typ mit seinem komischen Metallhintern da nicht hin. Und wir müssen da hin. Warum der Typ Metallhintern hat, ist da hingestellt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Gut. Wir basteln mal hier den Schaltschrank zusammen. Da rein. Ja, ich dachte, ich hatte einen Spare-Regulator. Carefully align it with the conduit. They can be a handful. Grün. Vielleicht so. Nicht? Vielleicht andersrum. Nee, okay. Keine Ahnung. Ich hab doch noch irgendwie sowas gerade gehabt. Da. There it is. Those damn spindle boards always give me trouble. Just give us an elbow. Gentle. These are delicate state-of-the-art electronics. Okay. Aber wo ist denn das Blaue? Das ist unser Zippo. Wir haben da noch einen Kassettenspieler und eine Kassette. Ich probiere das mal. Mhm. Zu gefährlich nach unten. Tiefenschafe. Mit deinen kleinen Frauenhänden kommst du nicht nach unten. Deswegen sind wir ja hier. Wir haben hier starke männliche Hände. Wie man sieht, die oben ein bisschen dunkler sind als unten. Keine Ahnung. Und wir haben hier noch... So. Funktioniert das jetzt? Da fehlt noch irgendwie eine Brücke rüber. Hier fehlen noch ein paar Brücken. Wo kriege ich denn die Brücken her? Hier wird es gerade ein bisschen dunkel, wenn ich mich bücke. Ah, das ist hier alles kaputt gegangen, oder wie? Ach, da. Da, warte mal. Alter, komm her. Ja, gut. Okay, throw that on the chamber cover. What? Okay. Bin mir zwar nicht sicher, dass das stimmt. Können wir hier... Everything in its place, Alex. Use your brain, not your brawn. Ja, ich weiß. Aber ich... Ich kann die auch nicht anders hinplacen. Deswegen, also... Ich muss das ja so machen. Wo ist denn das jetzt hier? Hier, so. Ich kann die auch nicht drehen oder so. Okay. Weil die Brücken sind ja falsch und da oben fehlt noch ein Teil. Da oben fehlt noch ein Teil. Da ist es nicht drin. Wo haben wir denn noch ein Teil hier? Ich habe eine Glasflasche. Die hilft uns anscheinend nicht. Gut. Aber hier ist doch sonst nichts. Oder? Ich guck mich mal. Hier ist nix. Ach, da. That attaches next to the pinion of the 86 circuit. Okay. So. I'll call up the elevator. Ja, hier fehlen aber doch noch Brücken zwischen. Das kann ja gar nicht funktionieren. Was ist los bei dir, Kumpel? Das kann gar nicht klappen. Oh, jetzt bin ich gerade aufs Kabel getreten. Now jump in the elevator. I'll have to hotwire the door shut and lower you down myself. Ja, ja, ich gehe da gleich rein. Warte. You're almost there. Was ist das?
Das sieht ein bisschen aus wie ein... You know the first thing the CIA will do when they get their hands on the beacon? Ja. They'll figure out how to use it to kill people. That's what they do. Trust me. Was? I know. Die töten uns? This damn cold war has turned good men into monsters. Kannst du uns nach unten fahren? Imagine a magnetic repulsion bomb that turns every nail in the Kremlin into a bullet. Was ist mit Preußen? Oh, hi. Ach, schade, ich kann nicht zu dir hin. Schade. Hallo. I can't let that happen. Du kannst es nicht zulassen. Ich auch nicht. Ciao. Hallo. Ich lass mich hier raus. Nein. Klingelingelingeling. Okay, wieder Ladebildschirm. Was passiert hier? Wir werden sterben, poisoned, was? What the hell? Okay, sowas habe ich mir schon vorgestellt, weil das hier stand. Aber was? Can you hear me? Ja. Check. Alles gut. Now, you'll have to open the cage that holds the beacon. We gotta kill that magnetic shield. Boah, okay, das ist interessant hier. Warum schwebt hier alles und ich nicht? Hui! Da kommt zurück. Da oben ist eine Kassette. Da oben ist eine Kassette, die hier, glaube ich, gerade runter schwebt. Ich weiß nicht, wie wir da dran kommen. Wir gehen mal hier die Treppe hoch. There's the cage. You'll need to step up the precise voltage fed to each bar by inserting vacuum tubes on the What? Closest thing to a safe I can whip up. The tubes are all floating around down there. A mix of 5 volt and 10 volt tubes. The combination. Damn it. The 60s did a real number on my long-term memory. I left reminders in the lab though. Look around, you'll spot them. An electrified magna coil. Pull the trigger and the coil should attract vacuum tubes. If it doesn't blow up in your hand. Science! Okay. Also ich muss die ganzen Lichter gleich mit diesem komischen Gerät einfangen. Aber zuerst hören wir uns die Kassette an. Die Musik. Die Musik ist sogar... La 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 la. The beacon has been luring us in, and now we need to figure out why. I've been trying to crack this damn security code all night. I lowered the third bar by accident. It's 55. I'm no Alan Turing, but I should be able to brute force the other values. The professor thinks that the beacon is dangerous, but remember what Dad used to say about curiosity and the cat? It didn't live a life of regret. Okay, also... Der Professor sagt, es ist gefährlich, aber unser Vater meint, es wäre nicht gefährlich. Und die liebe Liz, unsere Schwester. Gut, dann wollen wir mal ihr Vermächtnis weitererleben. Ich frage mich immer noch, wo die ist. Und da ist dieses komische Ding, was sich wie so ein Flowerpot öffnen soll. Okay, warte mal. Kann ich dich nehmen? Kann ich dich nehmen? Ich hab dich. Was? 5. Wir brauchen vorne eine 1. Jetzt haben wir da 5. Ah, das sind A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. Ich verstehe es gerade nicht. 5 brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Kann der Fernseher mal hier weggehen? Danke. Da ist nur eine Kassette. Okay, wir hören uns nochmal kurz die Kassette an. Dann müssen wir auch eigentlich bald alle Kassetten haben. So lang ist das Spiel gar nicht mehr. Unbelievable.
Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich muss mal kurz wieder ins Bild laufen. Okay. Hier haben wir ja die ganzen komischen schwebenden Dinger. Also ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung, was wir hier tun. Fünf. Okay. Okay, das war... eine mit 5. Da verändert sich nichts. Da verändert sich das zu 5. Da verändert sich das und das zu 5. Wir brauchen da 1, 2, 3, 4. Oder wir brauchen wir komplett Power. 1, 2, 3, 4. Ach, da steht da nur dran. 1, 2, 3, 4, aber da steht auch 1, 2, 3, 4. Oder brauchen wir halt einfach nur komplett alles voll? Vielleicht sind die halt auch einfach alle gleich. Ich steck die halt einfach mal rein. Keine Ahnung. La 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 la. Zack. La 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 la. Fernseher. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. So. Also wir haben hier ja gelbe. Warte mal. Wir haben gelbe und das könnte blau sein. Warte mal, ich hole mal kurz die Taschenlampe raus. Die könnten ja blau sein und dann muss ich die mit dem blauen verbinden. Aber dann, ich habe ja keine grüne. Full Tube Load. Okay. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Hallo. Ich brauche dich. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Aber ich tue es. Alter, diese Musik, ne? La 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 la. Kannst mal, du kannst gleich direkt hier bleiben. Okay. Also es wäre ja zu einfach, die halt einfach überall rein zu klatschen, die ganzen Dinger. Vielleicht brauche ich überall die gleiche Punktzahl. Das kann sein. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnte ich mir vorstellen. Okay, 60. Open the cage. We're gonna see if you can pull Elsie's hex out of the beacon. That should kill the magnetic field. I'm basing this hypothesis on nothing. But with the field down, maybe I'll be able to figure out what happened. Okay, gelb geht dahin.
dürfte das ja nichts ändern. Oder? Ich habe gerade so keine Ahnung, ey, was ich hier mache. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Das macht ja gar nichts. Alter, nein! Ihr ganzen blöden Dinger. Geht mal, kommt mal wieder. Alter, irgendwie, das Stecken ist hier so ein bisschen schwer. Okay. Also ich habe jetzt hier alles voll. Die fallen ja hier alle unter den Tisch. 55? Also irgendwas hat das mit den Farben zu tun. Ich weiß nur noch nicht was. Die machen 5 dazu. Okay. Habe ich hier noch irgendwelche? Woanders welche? Ne, ist doch die gleiche. Komm nochmal. So. Okay. Aber das ist ja auch schon 16 und es geht nicht runter. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich werde mir das später mal angucken. Oder steht da unten irgendwie noch ein Geheimnis oder ein Secret oder so? Nee. Hm. Wir müssen das halt nur irgendwie hier vervollständigen. Hallo. Ich brauche noch ein paar Fuses. Ein paar Sicherungen. Tut, 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 tut. La, 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 la. Was? Geil, okay. Okay, wir haben 2 offen. Okay. Wir wissen. Wir wissen also 60, 65. B braucht 60, also die 2 braucht 60, die 4 braucht 65. Was? Okay, den darf ich nicht nehmen. Den auch nicht. Okay, das gehört zur roten Strecke. Aber das dürfte ja nichts ändern, wenn ich das wegnehme. Fünf. Was ändert da? Fünf. Fünf, fünf, fünf. Und die großen adden 10. Okay. Okay, ich glaube, ich hab's langsam raus. Aber das mache ich dann in der nächsten Folge von The Gallery Episode. Episode 1. Ich sehe uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Bis dahin. Ciao. Ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig. Ciao.